So, es geht wieder weiter mit Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht in den Strudel rein, nein. Wie Ja. gewünscht. Ihr wünscht. Da wollte ich eigentlich nicht rein in den Strudel, aber na gut, aber na gut. Mal eben gucken, wie es denn hier weitergeht. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Aber na gut. Es läuft. Können wir erstmal unsere Energie auffüllen? Gut. Eben gucken. Hier in die Tür. Nee, da können wir noch nicht. Können wir nicht. Dann lassen wir das. Irgendwo war hier ein Eingang. Irgendwo, wo ich weiterkomme. Können wir nicht lang. Ach, hier. Ach, war ja klar. War ja klar, hier wieder so ein Scheiße, die sehe hier. So eine kleine Spalte, wisst ihr? Zick. Zick. Ist da oben was? Ah. Manchmal sind hier so versteckte Räume. Und da können wir auch schon die Zeit zurückspulen. Oh Gott. Sehr, sehr anfällig, der Prinz. Und er sitzt da. Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. Genau. Cool. Und das, wie gesagt, machen wir das mit L, mit der L-Taste auf dem GameCube. Können wir den Sand der Zeit zurückdrehen? Also die Zeit zurückdrehen, nicht den Sand der Zeit, also. Ihr wisst's nicht, glaube ich. Na, egal. Zick. Okay, hätte ich eigentlich nicht Die gebraucht, aber na. Gästezimmer, in denen mein Vater, Hier können wir Kaiser unsere. Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Genau, mein Freund. Ja, auf jeden Fall, in diesen Teilen können wir unsere Zeit-Dingsgedöns auffüllen wieder. Da seht ihr das. Hallo? Hallo? Geht's noch? Komm mal klar. So. Nein! Okay. Naja, auf jeden Fall können wir hier an der Stange dran. Da sehen wir es schon. Zick. Und können wir eher Schwung holen und mit A abspringen. Naja, das kennt man ja. Zick. Ah, schwingen. Schwinge dich, mein Prinz. Und wie gesagt, mit R holen wir dann Schwung an so einer Stange. Uäh. Er ist Multifunktionstaste. Wandlauf Deluxe. Wandlauf nochmal hier und an dieser Stelle ebenfalls. Hier können wir nochmal. Kommen wir sowieso nicht mehr dran vorbei. Da sieht man auch unter den vielen Sandteilen ist jetzt so ein kleines anderes Dingsbums. Hatte ich Das sie ist dann ein wirklich gesehen? weiterer Oder haben meine Sinne äh, unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? na, was soll ich denn jetzt Wie sagen? auch immer, ich konnte nicht ruhen, ehe ich sie nicht Ein wiedergefunden hatte. weiteres Ding, womit wir mehr Versuche haben zum denn los? Jetzt komme ich nicht drauf, was ich sagen will. Zum Z-Zurückspulen Gedöns. So. Zick. Hier können wir wieder trinken zum Auffüllen.
Mit Z können wir übrigens in die Perspektive wechseln. Mit Z-Knopf. Da müssen wir hin, verdammt. Müssen wir wohl machen. Zack. Zack. Spring. Spring ab, mein Freund. Spring ab. Das machst du sehr, sehr gut. Können wir nicht lang? Können aber da lang. Zack. Müssen wir uns fallen lassen. Wunderbar. Wow! Feinde zum Töten. Schleck. Zum immer wieder ausspießen. Zack. Gut, er wollte gerade wieder aufstehen. Zum Glück konnte ich das verhindern. Okay. Okay, du hast mich getroffen. Das finde ich nicht nett. Au. Los, saug ihn auf. Sauge ihn auf mit deinem Staubsauger-Dolch. Zack. Später kann man die Zeit auch einfrieren und... Was können wir noch machen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was wir noch machen können. Ich merkte, dass der Dolch die Zeit anhalten konnte, wenn ich genug Sand gesammelt hatte. Genau. Aber für meine Feinde. Genau, die Zeit anhalten. Hat er gesagt. Müssen wir nur noch da hoch. Von wo kamen wir eigentlich? Bin ich schon wieder total verwirrt. Wir kamen von... Kann das sein, von da? Ich glaube ja, oder? Ja, kamen wir doch. Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Ah, zieh dich hoch, Prinz. Oder kann er das gar nicht? Er ist nicht Ezio. Zack. Und da sind wir auch schon oben. Wunderbar. Wunderbar. Und kabams, das kriegen wir eine Vision, was wir noch machen müssen. Schrecklich. So, schaut's aus. Okay. Gut. Speichern Erfolg. Mal fangen wir hier. Genau. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Aber am nächsten Mal fangen wir hier an, ihr wisst ja. Bis dahin, tschüss, Sikorski.